Hallo liebe Gartl- und Werkelfans, heute regnet es draußen und deswegen werden wir die Zeit ein bisschen nutzen, das gewachsene Chaos, das da in den letzten paar Monaten entstanden ist, ihr seht, wie es da überall ausschaut, es liegt alles einmal dumm, da liegt alles einmal dumm, die Geräte liegen überall, vor lauter keine Zeit für irgendwas, das werden wir in den nächsten paar Tagen ändern. Dass wir wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen, und zwar da hinten. Da werden wir nämlich ein bisschen Licht aufbauen, damit das Ganze ein bisschen besser funktioniert da drin. Die Paletten werden da verbaut, die kommen unter meinen Werktisch rein, der ist ein Provisorium, aber funktioniert nicht so schlecht. Die ganzen Motorgeräte, wie zum Beispiel die Motorsäge, die müssen gewartet werden. Mir ist da zum Beispiel die Starterschnur abgerissen. Ihr wisst es, ich habe es euch in einem anderen Video gezeigt. Hat natürlich nicht lang gehalten. Es gehört, die Kette gehört geschärft, gereinigt gehört sie innen, der Luftfilter gehört gereinigt. Also alles so Kleinigkeiten, damit das Ding wieder funktioniert. Da vor der Kamera, das seht ihr jetzt nicht, da liegt die Motorsense und das ganze Zubehör. Da gehört das Schwert, das gehört gewartet. Die Heckenschere ist auch nicht mehr die bessere, die gehört ebenfalls ein bisschen gewartet. Alles so Kleinigkeiten, die uns in den nächsten paar Tagen hoffentlich beschäftigen werden. Die Aufkleber und das ganze Zeug, das gehört runter, das passt einfach nicht mehr. Und. Es gibt viel zu tun.